In Baldur's Gate gibt's Unmengen an Zaubern. Unüberschaubar viele, könnte man sagen. Deswegen hier die besten Stufe 2 Zauber, die mir am meisten gefallen. Vielleicht hilft's dem einen oder anderen. Wir fangen auch gleich an mit einem ganz starken Eintrag, und zwar mit Netz. Das ist vielleicht der beste Stufe 2 Zauber, den man überhaupt wählen kann. Netz erzeugt ein aus zahlreichen Schichten bestehendes Netz aus extrem reißfesten und klebrigen Fäden. Der Wirkungsbereich umfasst einen Kreis mit einem Radius von etwa 4,5 Metern, ungefähr die gleiche Größe wie die des Feuerballs. Wenn man sich im Bereich des Netzes befindet oder das Netz auch nur achtlos berührt, klebt man sofort fest. Jeder im Wirkungsbereich muss einen Rettungswurf mit einem Malus von 2 gegen Zauber durchführen. Bei einem erfolgreichen Rettungswurf ist ein Wesen in der Lage zu entkommen, scheitert der Rettungswurf eben nicht. Man ist dann komplett festgehalten und jeder Angriff auf das festgehaltene Wesen ist automatisch erfolgreich. Damit kann man wunderbar ganze Räume von Gegnern daran hindern, etwas zu tun. Und was wollen die meistens tun? Die wollen uns meistens umbringen. Ich habe mir dafür Siege of Dragonspear ausgesucht. Da unten sind viele Untote drin. Wir werden jetzt mit Bela von Edwin jeweils ein Netz hineinzaubern. Dabei sehen die uns. Okay, kurz dürfen die das. Und dann schauen wir mal, wer alles festgehalten wird und ob jemand da rauskommt. Netz ist ein Zauber, der ist gut, sobald man ihn bekommt. Netz ist aber auch immer noch sehr, sehr gut, wenn man nach Baldur's Gate 2 kommt. Netz ist immer noch sehr, sehr gut, wenn man nach Thron des Baal kommt. Man muss nur mehr davon übereinander zaubern. Und schon kann man alle Gegner festhalten. Sie schaffen ihre Rettungswürfe nicht, außer sie sind so großartige Zwerge wie hier mein kleiner Braket. Womit man sich gegen Netz schützen kann, sind gute Rettungswürfe. Ringe der Handlungsfreiheit. Tränke der Freiheit. Kugeln der Unverwundbarkeit. Wenn man mit Magiern mal in ein Netz reingehen möchte, kann man das wunderbar mit Kugeln der Unverwundbarkeit tun. Und ansonsten gibt es nicht viele Wege gegen ein Netz. Man kann Netz, wie fast alle Zaubersprüche, oder wie alle Zaubersprüche, die auf einem Rettungswurf erlauben, durch größeres Unbehagen noch verstärken. Also ein Thron des Baal würde ich anfangen mit größerem Unbehagen und dann Netz aus einem Zauberauslöser bzw. aus einem Kettenzauber mehrmals. Und dann kann man selbst Feuerriesen festhalten und diese starken Nahkämpfer Stück für Stück, ohne Gefahr, einfach abmetzeln. Der zweite richtig gute Zauber auf Stufe 2 ist Unsichtbarkeit. Unsichtbarkeit ist ein Zauber, der auf ein Wesen geht und bis zu 24 Stunden halten kann. Das heißt, man kann ihn auch wunderbar vor dem Rasten zaubern oder vor dem Reisen zaubern. Und das ist auch eine der besten Verwendungen für Unsichtbarkeit. Unsichtbare Wesen werden von anderen Wesen nicht gesehen, können also auch nicht angegriffen werden. Bis der Unsichtbare eine aggressive Handlung ausübt, einen Zauber zaubert, eine Kiste öffnet, sowas eben. Und da das 24 Stunden hält, kann man wunderbar, wenn man mit Magiern unterwegs ist, die nicht so viel aushalten, oder vielleicht sogar alleine unterwegs ist, Unsichtbarkeit auf den eigenen Charakter oder die ganze Gruppe zaubern und damit wunderbar lange Reisen unternehmen. Feinde haben ihnen aufgelauert. Und wenn man überfallen wird, dann muss man daran denken, die KI auszumachen. Nee, ein Tag, 14 Stunden. Okay, das war ein bisschen zu lange gereist. Nachdem das jetzt so gut funktioniert hat, habe ich uns nochmal unsichtbar gemacht und wir benutzen das diesmal, um ein Gebiet komplett zu erkunden, ohne von den Gegnern gesehen zu werden. Was man mit Unsichtbarkeit noch wunderbar machen kann, ist einfach den ersten Schlag zu haben in jeder Situation, mit einem scoutenden Charakter vorzugehen. Und wenn man dann zum Beispiel hier ein paar Gegner mitten im Dickicht zieht, die nichts ahnend da herumstehen, hat man einen entscheidenden taktischen Vorteil. Man kann auch mit hinterhältigen Angriffen arbeiten und den Dieb immer wieder unsichtbar machen, um so mitten im Kampf einen weiteren hinterhältigen Angriff machen zu können. Und wenn wir jetzt schon hier sind, dann gucken wir uns den nächsten Zauber an. Und zwar finde ich, Glitzerstaub ist ein starker Zauber. Glitzerstaub gehört zur Beschwörungsschule, hat einen ähnlichen Radius wie Netz und erzeugt eine Wolke aus glitzernden Goldteilchen im Wirkungsbereich. Jeder, der sich im Wirkungsbereich aufhält, muss einen Rettungswurf gegen Zauber bestehen. Wer scheitert, wird für 4 Runden geblendet. Das ist wieder Stufe 1 Zauber Blindheit, nur AOE. Außerdem macht er noch unsichtbare Wesen sichtbar, da er glitzert. Das wird aber auch nur entfernt, wenn der Rettungswurf von dem Wesen misslingt, soweit ich weiß. Wir werden Glitzerstaub jetzt einsetzen, um hier diese 2 Wachposten zu blenden. Das sollte ganz gut funktionieren mit einfach nur einer doppelten Zauberung des Zaubers an den Gebietsrand. Drei von 4 wurden geblendet. Also
Eine ganz gute Möglichkeit, um wirklich große Gruppen von Gegnern, schwere Fernkämpfer zum Beispiel, auszuschalten und komplett ruhig zu stellen. Es kann sehr nützlich sein im Banditenlager hier, vor dem Mantelwald noch, und dann kann man sie einfach abwerfen. Der nächste Zauber, über den ich sprechen möchte, ist unsichtbares Entdecken. Das ist auf Stufe 2 meiner Meinung nach ein Pflichtzauber. Den sollte man unbedingt immer mal dabei haben. Damit kann man in einem relativ großen Radius von 36,5 Metern alle unsichtbaren Wesen wieder sichtbar machen. Das gilt für Unsichtbarkeit, Phantomtor, verbesserte Unsichtbarkeit, für alles, was man so in Baldur's Gate 1 an Unsichtbarkeit haben kann. Außerdem werden Diebe, die sich im Schatten verstecken, auch erkannt. Was es nicht bannt, sind generelle Illusionen, wie zum Beispiel Spiegelbild. Den Zauber würde ich auf jedem Zauberer einmal lernen, auch auf jedem Kleriker würde ich den einmal im Zauberbuch haben, einfach um im Zweifel die Möglichkeit zu haben, mit jedem Charakter, der es denn theoretisch kann, unsichtbare Diebe oder Magier oder sonstige Charaktere, die vielleicht Unsichtbarkeitstränke genommen haben, wieder zurückzuholen. Gegen Heiligtum hilft der Zauber leider nicht. Das muss man meiner Meinung nach einfach aussitzen. Als nächsten Zauber möchte ich kurz über Aghanazars Flamme reden, weil ich den auch für relativ stark halte. Wenn der Zauber gewirkt wird, schießt ein Flammenstrahl aus den Fingerspitzen des Anwenders und schlägt beim Ziel ein. Das Ziel wird immer getroffen und erleidet 3W6 Schadenspunkte durch Feuer. Der Flammenstrahl schießt nach der Hälfte seiner Wirkungszeit ein zweites Mal aus und der Anwender kann sich während der Dauer des Zaubers frei bewegen. Gegen den Zauber gibt es keinen Rettungswurf, allerdings ist alles, was gegen Feuer schützt, zulässig. Der Zauber ist vor allem cool, da alles, was durch den Flammenstrahl zwischen dem Zauberer und dem Ziel sich befindet, auch von dem Schaden betroffen wird. Und da kann man auf Gegner zaubern, ist aber oft dann frustriert, weil die sich komisch bewegen und den Flammenstrahl in Richtungen lenken, die einem vielleicht nicht gefallen. Die beste Möglichkeit, ihn einzusetzen, ist auch nicht aus dem Zauberbuch, sondern über einen der 1000 Feuerstecken, die man findet. Die haben immer Aghanazars Flamme mit drauf. Und in der Regel habe ich da auch immer mehr Ladungen von als von Feuerball. Am sinnvollsten finde ich ihn einzusetzen, aber wenn man ihn auf ein eigenes Gruppenmitglied zaubert, das man feuerimmun gemacht hat. Am besten geht man da sogar über 100% Feuerimmunität, weil dann kann man es noch ein bisschen heilen. Man nimmt jetzt zum Beispiel hier den Braket. Dem geben wir 100% Feuerimmunität, dann stelle ich meine Magier hier hin. Und dann werde ich mit ihm da unten reingehen. Und die Untoten mit Aghanazars Flamme ordentlich beraten. Genau, wir laufen jetzt hier rum und ziehen den Flammenstrahl schön hin und her durch die Gegner, alle tot. Braket hat es ein bisschen verletzt, ich frage mich gerade warum. Vielleicht ist es magisches Feuer, hätte da eigentlich keinen Schaden nehmen dürfen. Testen wir das nochmal genauer aus. Braket ist immun, ja. Dann waren das wohl die Untoten. Die haben mich dann doch getroffen, während ich da hin und her gerannt bin. Aber damit kann man ganze Räume von Gegnern einfach niederbrennen. Sehr starker Zauber. Ich würde ihn, wie gesagt, über die Zauberstäbe zaubern. Da hat man am Ende eh genug von. Die nächsten Zauber sind sehr nützlich, aber nicht ganz so flashy. Einmal wäre da Spiegelbild zu nennen, der beste defensive Zauber, den man auf Stufe 2 bekommen kann. Der Zauber erzeugt Abbilder des Anwenders, die sich genau wie er verhalten. Und wenn der Anwender angegriffen wird, dann besteht die Chance, dass eines der Abbilder getroffen wird, anstelle vom Anwender selbst. Allerdings besteht auch immer die Chance, dass ich selbst, wenn ich 8 Abbilder habe, ich immer selbst von einem Angriff getroffen werde. Also es ist nicht so, dass erst alle Abbilder aufgebraucht werden und dann der Zauberer selbst getroffen wird. Ansonsten aber ein defensiver Zauber, den man immer im Notfall zaubern kann. Er geht sehr schnell zu zaubern und schützt relativ zuverlässig. Als nächstes ein weiterer defensiver Zauber. Verschwimmen lässt die Gestalt des Anwenders verschwimmen. Dadurch kann er weniger gut von Angriffen getroffen werden, sowohl magischer Natur als auch physischer Natur. Man bekommt damit einen effektiven Rüstungsklasse-Bonus von 3 und einen Bonus zu Rettungswürfen von 1. Das kann man ganz gut benutzen, um einen Magier-Tank auszurüsten. Ein Magier-Tank braucht irgendwas wie Geisterrüstung, was die Grundrüstungsklasse senkt, dann Verschwimmen, was die Rüstungsklasse weiter senkt, dann Spiegelbilder, was überhaupt erfolgreiche Angriffe schwieriger macht, dann Steinhaut, was erfolgreiche physische Angriffe verhindert. Und dann ist man schon ganz gut geschützt mit der Kombination aus Zaubern. Als nächstes einer meiner Lieblingszauber, weil ich ganz gerne auch ohne Dieb rumlaufe, und zwar Klopfen. Wenn man einen Dieb dabei hat, der gut Truhen oder Türen aufknacken kann, braucht man ihn überhaupt nicht. Ich habe ihn immer gern mal dabei.
Weil da kann man auf magische Art und Weise alles öffnen, was ein Dieb auch öffnen könnte. Und wenn man keinen Dieb hat, ist es so ziemlich die einzige Chance, garantiert alle Truhen und Türen aufmachen zu können. Mit hoher Stärke geht es nämlich nicht immer. Da kann man selbst Stärke 25 haben. Es gibt manche Sachen, die kann man damit nicht aufbrechen. Kommen wir zu einem weiteren richtig guten Zauber, und zwar Furchtbannen. Furchtbannen ist ein Buff, der auf die ganze Gruppe geht und auch relativ lange hält mit einer Stunde. Man bekommt damit maximierte Moral. Das heißt, nicht nur sind Charaktere, die von Furchteffekten betroffen sind, wieder kontrollierbar, was sehr, sehr nützlich ist. Deswegen sollte man es auch auf jedem Charakter, der es zaubern kann, mindestens einmal haben, falls die Gruppe durch irgendeinen Furchteffekt betroffen wird. Weil unkontrollierbare Charaktere sind der Schritt direkt vor dem Tod. Man muss immer in der Lage sein, wegzulaufen, und da darf man nicht so viel Furcht haben. Außerdem schützt er auch vor Furchteffekten. Also wenn man sich mit dem Zauber gebufft hat, kann man auch von einem Zauber wie Schrecken nicht mehr in die Flucht geschlagen werden. Sehr guter Zauber, sehr günstig zu zaubern. Ich würde es hauptsächlich bei den Priestern auf Stufe 1 zaubern, aber ein Magier sollte es auch im Repertoire haben, einfach nur für den Notfall. Dann kommen wir zum Säurepfeil. Warum ist der Säurepfeil auf der Liste? Der Säurepfeil erzeugt einen magischen Pfeil, der sein Ziel automatisch trifft und 2W4 Schadenspunkte durch Säure verursacht. Die Säure geht immer nur auf ein Wesen und für je 3 Stufen des Anwenders erhöht sich die Wirkungsdauer der Säure um eine Runde. Also im Prinzip ist der Säurepfeil ein Dot und je höher die eigene Stufe ist, desto länger tickt der Dot. Das könnte leider besser sein, aber es ist trotzdem hier auf meiner Liste der besten Zauber, da es ein Zauber auf Stufe 2 ist, der auf ein Ziel geht und der direkten Schaden macht. Wenn man später, viel, viel später Richtung Thron des Baal verbesserte Beschleunigung hat, kann man die Taktik benutzen, sein ganzes Zauberbuch leer zu zaubern auf einzelne Gegner oder Gegnergruppen. Und da kann man wunderbar Melfsäurepfeile mit reinnehmen auf Stufe 2. Man schießt dann alle seine magischen Geschosse weg, man schießt auf Stufe 2 alle seine Säurepfeile weg, auf Stufe 3 macht man vielleicht mit Schädelfallen etwas oder Feuerpfeilen. Und so kann man richtig viele Zauber auf einmal loswerden mit verbesserter Beschleunigung. Und dafür finde ich Melfsäurepfeil ganz gut geeignet, weil er eben schnell zu zaubern ist. Und was würde man sonst auf Stufe 2 an Schadenszaubern zaubern? Da gibt es nicht so viel. Dann noch einen Nachtrag zum letzten Video, wo ich die besten Stufe 1 Zauber besprochen habe. Da wäre noch Vertrautenfinden zu erwähnen. Vertrautenfinden beschwört einem Magier ein vertrautes Geschöpf, je nach der eigenen Gesinnung. Das ist aber alles nicht so wichtig. Das Wichtige an diesem Zauber ist, dass dieses Geschöpf einem extra Lebenspunkte gibt. Wenn man ein Stufe 1 Magier in Baldur's Gate ist, dann ist jeder Lebenspunkt Gold wert. Sollte man unbedingt zaubern, danach kann man den Vertrauten ansprechen. Ein bisschen mit dem Knuddeln, ihn entweder für einen seiner Spezialfähigkeiten hier benutzen oder sofort in den Rucksack stecken und nie wieder rauslassen und einfach nur von den Lebenspunkten profitieren. Der Nachteil des Zaubers ist nämlich, wenn der Vertraute stirbt, verliert man die Lebenspunkte und einen zusätzlichen Konstitutionspunkt. Man kann es dann zwar neu zaubern, aber man hat dann natürlich immer weniger Lebenspunkte. Wenn einem das öfter passiert, lohnt sich das irgendwann nicht mehr. Soweit so gut. Das waren jetzt alle Stufe 2 Zauber, die ich glaube ich besprechen wollte. Sollte ich was vergessen haben, sagt mir bitte Bescheid. Ich freue mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.